Sören von der Freien Universität und der RKJ. Die RKJ ist die revolutionär-kommunistische Jugend, das ist die Jugendorganisation hinter Klasse gegen Klasse.org. Ja, liebe Freundin, Kollegin, Genossin, liebe Paula, wir freuen uns, euch hier willkommen heißen zu können und freuen uns auf einen spannenden Bericht von dem heldenhaften Kampf der Kollegin von Sanon und von der klassenkämpferischen Arbeiterinnenbewegung in Argentinien. Mein Name ist Sören, ich spreche, wie Tabea gesagt hat, für die revolutionär-kommunistische Jugend und als Student an der FU Berlin. Das Licht, das von dem Kampf der Kollegin von Zanon ausgestrahlt wurde, das ging nicht nur sozusagen über Neuquén hinaus und nach Argentinien, sondern in die ganze Welt. Und ich kann mich sehr gut erinnern, dass als ich vor einigen Jahren mich dem Marxismus annäherte, das für mich ein sehr wichtiges Beispiel war, um die Prinzipien der kommunistischen Bewegung sozusagen in Fleisch und Blut verstehen zu können. Und wie Bladek es kürzlich schrieb, ein kleines Beispiel dass dafür, dass der Sozialismus möglich ist. Gerade hier im Herzen der Bestie brauchen wir, denke ich, solche Inspirationen, denn hier, wo die bürgerliche Ideologie übermächtig ist, will man uns weismachen, eine Arbeiterklasse gibt es gar nicht und dass es eine andere Zukunft als eine kapitalistische geben könne, das ist quasi nicht mal denkbar. Diese Lügen können wir entlarven anhand vieler Beispiele, vieler historischer Beispiele, der Kämpfe in Einheit von Arbeitenden und Studierenden wie Frankreich 68 oder auch aktueller in Chile oder Südafrika. Zuletzt hat uns, denke ich, alle sehr stark bewegt, was die Massenbewegung von Jugendlichen und Arbeitenden in Frankreich auf die Beine gestellt hat. Aber am besten entlarven wir diese Lügen natürlich, indem wir selber in Aktion treten und diese Einheit aktiv herstellen. Und genau das ist es, was uns als politische Gruppe immer wieder angetrieben hat und worauf wir uns immer wieder konzentriert haben. Und haben schon sozusagen bei vielen Kämpfen von Kolleginnen Seite an Seite versucht, dies umzusetzen, eben auch zuletzt beim Botanischen Garten. Und freuen uns sehr, dass dieser Kampf jetzt erfolgreich war. Ja, die meisten Studis verstehen sich gar nicht als Teil der Arbeiterklasse, aber nichtsdestotrotz arbeiten sehr viele Studis nebenbei, um über die Runden zu kommen. Manchmal auch an der Uni, wie gerade die studentischen Hilfskräfte. In diesem Sinne Grüße. Es gibt auch, glaube ich, einige von denen, die hier sind. Auch sie sind gerade in einem Arbeitskampf und wir wollen sie tatkräftig unterstützen. Auch ihre Eltern, ihre Freundinnen, Geschwister schuften oft in miesen Jobs und wir werden bald selber alle Teil eben dieser Klasse sein. Und dabei greifen wir die Unis eben nicht nur als Orte der Ausbeutung an, sondern eben ganz genau auch als Orte der Ideologieproduktion. Und auch wir träumen von Unis, die unter unserer eigenen Kontrolle stehen, um die mächtigen Waffen der Wissenschaft in den Dienst stellen zu können, in den Dienst der Arbeitenden und Ausgebeuteten und Unterdrückten und sozusagen um sehr viel besser gegen dieses elendige System kämpfen zu können. Als Jugendliche, als Studis, kämpfen wir daher für unsere Klasse und als Teil einer weltweiten Bewegung bis zum